Heute freut es mich, unseren Klient Matthias hier im Interview willkommen zu heißen. Matthias kam vor knapp 6 Monaten zu uns mit der Intention, vor allem Körperfett zu verlieren, Bauchumfang zu reduzieren, Muskulatur aufzubauen und wieder eine Regelmäßigkeit ins Training zu finden. Deswegen freut es mich heute, knapp 6 Monate später, auch sehr seine Perspektive mit dabei zu haben. Und an der Stelle herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, und an der Stelle, Matthias, auch gleich zu dir. Stell dir mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, ich bin der Matthias Bergander, ich bin 36, ich bin Steuerberater, Vater von 2 Kindern und ja, war früher mal sportlich aktiv und durch die ja ganze Vorbereitung auf den Steuerberater und ja Stress mit Kanzlei ist das ja weniger oder sehr viel weniger geworden und dementsprechend ja hat sich natürlich auch dann ja das Körperfett aufgebaut und ja Muskeln wahrscheinlich abgebaut. Sicher so, du sprichst ja auch gerade schon einen Punkt an, der wo so bei dir zum Start unserer Zusammenarbeit auch so das Thema war. Wenn du da vielleicht mal zurückgehst, was war denn so deine Ausgangssituation vor unserer Zusammenarbeit? Ja, ich war sportlich inaktiv, habe eigentlich eher zugenommen, obwohl ich meines Erachtens relativ wenig gegessen habe und habe ja dann irgendwann 88 Kilo gehabt, auch ein bisschen vielleicht dem guten Urlaub letztes Jahr geschuldet. Ja, da war halt dann irgendwann das Thema weniger Gewicht und auch ja vernünftig abnehmen und auch mehr Sport. Ja. Verstehe ich. Ja, also ich glaube, war bei dir auch so ein bisschen die Herausforderung, was du vorhin auch schon meintest, so in dem Kontext auch von Kanzlei, Familie und auch letztlich deinem privaten Raum da auch einen Zugang für dich zu finden. Was war da dein Motiv, wenn du da zum Start der Zusammenarbeit zurückblickst, warum du die auch konkret gesucht hast? Ja, einfach um eine Struktur zu kriegen, um ja zu schauen, dass man das auch irgendwie im Alltag unterbringt. Und ja, einen vernünftigen Plan. Man kriegt viel online mit, wie manche angeblich abnehmen, sage ich jetzt einmal. Und ob das immer so funktioniert, ja, habe ich mir halt dann immer die Frage gestellt. Und deswegen halt auch dann, ja, das Thema, sich jemanden zu suchen, der einfach, ja, das sich auskennt und einen da unterstützen kann. Verstehe ich. Das ist, glaube ich, auch genau die Herausforderung, die man halt häufig sieht bei all den Dingen, die es irgendwo online und auch im Netz gibt. Glaube ich, schwierig da für sich selbst die Klarheit zu finden. Was war da dein konkretes Ziel, was du dir aus der Zusammenarbeit erhofft hast? Also Ziel war abzunehmen. Ursprünglich war Ziel so unter 80 Kilo zu kommen und vor allem auch ja den Bauchumfang zu reduzieren, damit man einfach, ja, die Hosen, die man hat, dass die weiterhin passen, ja, und man nicht dauernd was Neues kaufen muss. Und natürlich auch Ziel, wieder sportlich aktiver zu werden und, ja, wieder mehr zu tun. Und, ja, genau. Verstehe ich. Ja, ist, glaube ich, auch ein Punkt, weil ich habe dir gestern ja auch nochmal die Vorher-Nachher-Bilder geschickt aus dem Start zu jetzt auch. Sind ja bei dir, glaube ich, 18 Zentimeter Bauchumfang jetzt auch gewesen in der Zeit, den ganzen 6 Monaten an Reduktion. Aber da nehme ich eigentlich schon eine kleine Antwort auf meine Frage, die nächste vorweg, so was du denn konkret jetzt auch heute, 6 Monate später aus der Zusammenarbeit heraus erreicht hast. Also einmal habe ich erreicht, dass ich einen Plan habe, wie ich einen Sport integriere in den Alltag. Und das nicht zu viel ist und auch man natürlich variieren kann und dann natürlich auch erreicht einmal das Abnehmen, so um die 5 Kilo und vor allem auch den Bauchumfang reduziert und ja, jetzt passen halt einige Hosen wieder besser. Sehr gut. Also ich würde sagen, die Ziele zum Großteil erreicht, genau. Verstehe ich. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es immer so das Thema, wenn man sich zu Beginn erstmal eine Zielsetzung sieht, vor allem auf Gewichtsbasis, was halt dann begleitend dazu kommt, wenn man halt auch ins Training findet, wie auch in deinem Fall und mal im Hintergrund halt auch Muskulatur aufbaut, ist, glaube ich, Gewicht dann immer nicht mehr so die primäre Metrik, die es wirklich messbar hält, sondern halt auch im Kontext dann, wenn es ums Körperfett geht, auch primär wirklich der Bauchumfang. Da, glaube ich, haben wir einiges erreicht. Wie würdest du denn für dich selbst die Zusammenarbeit beschreiben, rückblickend? Ja, es war am Anfang schon ein bisschen anstrengend, da reinzukommen, vor allem sich da das
ja, den Weg zu finden, wie man es integriert. Aber ich fand es halt gut, dass man die Unterstützung hatte und wenn man Fragen hat, dass ja der David und auch die anderen vom Team immer eigentlich relativ schnell antworten und dass man einfach begleitet wird und dass man aber auch sieht, dass andere ja das gleiche Problem haben und man nicht damit alleine ist. Ist definitiv so. Also ich glaube, zwei Dinge, die wichtig sind, die du ansprichst. Zum einen hast du diese Nahbarkeit. Ja, also wenn du eine Frage hast, dann auch vielleicht mal am Wochenende direkt noch eine Antwort zurückbekommst. Weil das ja am letzten Gespräch, mit dem hättest du jetzt vielleicht auch so nicht gerechnet, ja, dann nochmal irgendwann am Wochenende direkt eine Antwort zu bekommen. Und das andere aber auch, dass man eben mit der Problemstellung so auch nicht allein ist. Ja, also dass dort vielen ähnlich geht. Vor allem in dem Kontext, auch in deinem Fall, als Unternehmer, selbstständiger Führungskraft, wo man hat selbst auch einen sehr getakteten Alltag hat, rein schon beruflich, familiär dann auch noch eine gewisse Konstellation hat und für sich selbst dann natürlich auch noch Zeit und Raum finden will. Glaube ich, trifft es das schon im Kern. Was hat dich in den 6 Monaten am meisten überrascht? Dass man doch tatsächlich so schnell ja das Fett verliert und auch die Kraft und die Muskelkraft wieder aufbauen kann. Das hat mich doch schon sehr überrascht und finde ich einfach super, dass das so gelaufen ist. Und dass man halt mit einfachen Übungen ohne großes Equipment das Ganze machen kann. Also dass man nicht unbedingt ein Fitnesscenter dafür braucht oder eine Kraftstation mit allen möglichen Drum und Dran zu Hause haben muss, dass einfach das eigene Körpergewicht mit ein bisschen Unterstützung von kleinen Hilfsmitteln ausreichend ist, um das Ziel zu erreichen. Verstehe ich. Ist ja auch in deinem Fall auch das Thema, das zu Hause bzw. dann auch im Freien umzusetzen und auch ganz häufig bei Klienten, die viel unterwegs sind, auch die Herausforderung, wenn man im Vorhinein nicht weiß, was gibt es an Gegebenheiten im Hotel, wenn man in einem ist, ist es dann auch wirklich geöffnet, ja, das Studio, wenn es das gibt im Hotel, ja, dort auch mit meinem eigenen Körpergewicht möglichst flexibel und variabel zu arbeiten, um es dann auch in der Umsetzung beizubehalten. Wenn du da mal zurückblickst, auch noch vor 6 Monaten, warum hast du dich da konkret für uns auch entschieden? Ein Thema ist halt auch die Nähe, die örtliche Nähe, also da lege ich halt schon viel Wert drauf, auch mit der ganzen digitalen Welt heute als digitaler Steuerberater, aber trotzdem ist halt das, dass man jemanden in der Nähe hat, wo man notfalls einmal hinfahren kann und sich persönlich treffen, das finde ich schon wichtig und dass nicht einer irgendwo, weiß ich nicht, auf Bali oder wo auch immer sitzt und von da seine Weisheiten verteilt, sage ich mal. Genau, also das ist ein wichtiges Ding für mich eigentlich auch gewesen. Ja. Verstehe ich und teile ich. Also ich glaube, am Ende des Tages, je mehr man halt in diese digitale Welt mit reingeht, desto wichtiger ist am Ende des Tages halt immer noch nicht nur Nahbarkeit digital darzustellen, sondern sie auch persönlich zu fühlen. Ja, und das hat sich ja bei uns auch passend ergeben, weil wir halt auch letztlich hier in Dingolfing den gleichen Sitz auch haben. Aber ich glaube, grundsätzlich hat ein Thema, was immer mehr noch mitkommt. Wenn du jetzt heute mal zurückgehst, Matthias, wem würdest du da konkret die Zusammenarbeit auch empfehlen? Ich würde es vor allem selbstständigen Unternehmern empfehlen, die auch viel Stress haben, viel Arbeit und nicht wissen, wie sie einen Sport integrieren können und wie sie halt wieder fit werden, sage ich mal, weil das ja auch dazu führt, wenn ich körperlich fit bin, habe ich natürlich geistig auch ganz andere Möglichkeiten und bin ich wacher, außer ich habe wenig Schlaf. Und also das wäre so mein Ding zum Empfehlen. Oder natürlich auch Führungskräften, die auch sehr viel Arbeit haben und sehr, sehr wenig Zeit für andere Sachen oder für sportlichen Ausgleich. Verstehe ich. Weil halt doch eine gewisse Regelmäßigkeit vom Sport dazugehört und auch von den Übungen und es halt nicht nichts bringt, wenn ich das alle 3 Wochen mal mache. Sicher so. Ich glaube, 2 Dinge, die du ansprichst. Zum einen hat so diese Engpasszeit, ja, und freie Ressourcen und zum anderen auch der Engpassregelmäßigkeit. Es ist wie mit allen anderen Dingen, da braucht es halt zwangsläufig eine gewisse Regelmäßigkeit, um das Ganze auch sicherzustellen. Ja, deswegen da, lieben Dank, Matthias, auch für deine Zeit und deine Perspektive, weiß ich auch sehr zu schätzen und ich glaube auch für jemanden, der es an der Stelle hier hört oder sieht, auch sehr wertvoll, mal einen Blick hinter den Vorhang zu bekommen. Wenn du dich an der Stelle, wo du es jetzt hier bis hierhin gesehen oder gehört hast, auch abgeholt fühlst und sagst, du willst dich selbst da mit deinem Körper wohlfühlen, kannst du gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage, davidbachmeier.com, die Möglichkeit, dir dein kostenloses
dieses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Da kontaktieren wir dich dann auch zu deinem Wunschtermin erstmal telefonisch, finden gemeinsam heraus, wo du stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um auf fortlaufend neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest. Investier dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit. Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, um am Ende des Tages dem Algorithmus Daten zu liefern und auch Matthias Zeit hier nochmals wertzuschätzen, damit der sie später auch mit mehr Menschen teilt. Wenn du hingegen sagst, du, ich will den David erstmal gern privat kennenlernen, auch kein Problem, schreib mir gerne auf Instagram eine private Nachricht, findest mich dort unter meinem Namen und da finden wir dort erstmal einen Austausch. Ja, und wie gesagt, lieben Dank nochmal, Matthias, auch für deine Zeit und auch die Perspektive. Und wie in all meinen Interviews hat bei mir der Gast das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn hier an der Stelle meiner Community nochmal mitgeben? Ja, ich sag danke, David, für die letzten 6 Monate. Und ja, ich hoffe, dass ich weiterhin das so ja gut auf die Reihe kriege. Und wenn nicht, kann ich mich ja wieder an David wenden und kriege ja da die entsprechende Unterstützung dafür. Ja, nochmal danke. Ja, du sehr gern, Matthias. Danke an dich. Wie gesagt, für die Perspektive und ich bin sehr guter Dinge, dass du es auch fortlaufend weiter nachhaltig integrieren kannst. Und ja, an der Stelle auch dir, wo du es bis hierhin gesehen oder gehört hast, lieben Dank für deine Zeit und freue mich, dich dann auch schon im nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.